Lizard Entertainment präsentiert. I can't see a thing, Jim. Well, hold on. I swear, it's always some damn thing. Wait, got it. Ah, hell, this thing ain't gonna hold. Shut up. Damn, you're ugly. You girls strapped in nice and tight now. Tighter than your mama's. What you got for me out there, Joey Ray? We got Terran for sure. I don't know about the rest. We got a big old buttload of floating debris out here. We hit pay dirt this time for sure. Explain to me, how are we gonna get all this home? I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Damn it, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, damn it. I'm out here with a hitch of my giddy up and here and there. I'm in your deck. Und damit willkommen zu StarCraft Remastered. Der Opening-Trailer, ja, ist actiongeladen, aber nicht sonderlich vielsagend. Und zudem eben die Trailer in Remastered sind die alten. Dafür wurde alles andere einmal komplett general überholt. Und ja, wir spielen zusammen die Kampagne durch. Begonnen bei Episode 1 StarCraft noch ohne die Erweiterung Brood War. Uns erwarten 6 Episoden, pro Rasse 2 Episoden. Und ja, wir springen einfach rein. Es geht in den Einzelspieler StarCraft Original. Als Episode 1 kommen die Terraner. Und ja, das Tutorial überspringe ich mal, denn das Tutorial ist wirklich nichts Spannendes. Es frisst nur Zeit und ja, es ist halt ein Echtzeitstrategiespiel. Und da man jetzt inzwischen die Hotkeys einstellen kann, ist es tatsächlich auch bewältigbar für Normalsterbliche. Heißt, wir sehen uns dann gleich in Mission 1 wieder. Adjutant Online. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chausara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie abgeriegelt wird. Während sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Spiele Aufzeichnung ab. Guten Tag, Magistrat. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften Alpha Squadron. Die Konföderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Ende der Übertragung. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshall aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt in Ödland zu begleiten. Ja, das war unser erstes Briefing und hier auch gleich ein interessanter Punkt. Wir sind in der StarCraft-Story. Quasi ein Commander und wir interagieren auch mit den Charakteren quasi. Nur meistens empfangen wir halt Aufträge und führen diese Aufträge aus.
in unserem Fall in der ersten Mission Rayner finden, diesen ominösen Kommandanten Rayner, der irgendwo da draußen ist. Und dann brauchen wir noch ein paar Marines. Wir sind in einer Kolonie der Terranischen Konföderation. Und die ist unter Quarantäne gestellt. Heißt, wir müssen da ein bisschen für unsere eigene Sicherheit sorgen. Und ja, wir starten die Mission auf Mazara. Jo, und hiermit geht die Mission los. Und lustigerweise kann ich gerade nicht scrollen. Okay, ich bin ganz oben. Okay, wir haben ein paar SCVs, wir haben ein paar Marines. Ja, wir müssen zu unserer Basis gelangen, weil da eben entsprechend die Mineralien auf uns warten für weitere Marines. Da ist auch schon entsprechend unser Commander Rayner. Das ist Marshal Rayner. Hallo Jungs, ich bin Jim Rayner, der Marshal hier. Oh Gott, sieht der anders aus in seinem Bild. Ja, die ganzen Icons wurden überarbeitet. Ich kann reinzoomen, okay. Ich kann ingame auch reinzoomen, aber nicht rauszoomen. Ja, wir haben Jimmy entsprechend mit seinem Adler, wir haben lauter SCVs. Und hier sind schon mal ein paar Kreaturen, und zwar Zerglinge. Haben wir die mal kurz exekutiert, schicken unsere SCVs zum Arbeiten. Und das sind die Marines hier. Wir müssen hier nicht wirklich eingreifen und auch Rayner hatte nicht wirklich viel zu tun. Dann haben wir unsere Kommandozentrale. 50 SCVs gibt es neue SCVs. 50 Mineralien gibt es neue SCVs. Ja, 150 brauchen wir für die erste Kaserne. Und ja, bis wir die 10 abgeschlossen haben, kann ich hier mit Rayner noch ein bisschen die Gegend erkunden. Nicht dran denken, dass man die SCVs zum Arbeiten schickt. Ja, wir haben hier überall Zerglinge verstreut. Das ist schon so die... der erste Vorbote der Bedrohung. Man, ja, man kann gegen die Zerglinge hier durchaus micron, das ist nicht so wild. Gerade mit dem Adler hier, den Jimmy hier hat, kann man easy vor den Zerglingen weglaufen, ohne dass man Schaden nimmt. Auch mehrere Zerglinge sind nicht das Problem. Die jagen mich jetzt auch nicht sonderlich. Man sieht, die sind ein bisschen dumm in der Birne. Rennen mir doof hinterher und auch wenn der Schuss nicht direkt trifft, er macht wirklich Schaden. Ja, wir haben genügend Minerals für unsere erste Kaserne. Ja, man auf die Taschen. Wie gesagt, man kann Hotkeys einstellen, was tatsächlich StarCraft Remastered so viel angenehmer macht. Ich habe es im Prinzip auf meine üblichen Hotkeys von StarCraft 2 eingestellt. Einzige, was man nicht kann, ist Gebäude 50 gruppieren. Also man kann einzelne Gebäude in Kommandogruppen setzen, aber eben nicht mehrere Gebäude, mehrere Einheiten geht. Aber da maximal bis 12, eben bis diese Spalte hier voll ist. Ja, meine Marines sind alle hier am Leben, heißt, ich muss nur 5 weitere ausbilden. Auf dieser Map gibt es leider sonst keine Zusatzziele, die ich absolvieren kann, außer eben weitere Zerglinge zu jagen, wobei das auch mir überlassen ist. Wir bauen hier nochmal gleich ein Versorgungsdepot, weil wir es sowieso brauchen. Sobald die Kaserne fertig ist, gibt es weitere Marines und dann sind wir mit der Produktion auch relativ bald durch. Ich scoute mal kurz noch die Map hier ab. Ein weiteres WBF gebaut, das wir zum Arbeiten schicken. In diesem Gebäude können Infanterieeinheiten wie zum Beispiel Space Marines ausgebildet werden. Ja, jetzt haben wir unseren Zähler für die Space Marines. 5 von 10 haben wir. 5, 6, 7, 8. Dann mal los, Commander. Okay, man könnte das auch mit Doppelbarracks machen. Aber nicht sicher, ob das schneller ist. Also die Mission wird sich tatsächlich sehr, sehr schnell erledigt haben. Daran gibt es keine Zweifel. Und ja, das ist ein schöner Auftakt. Es fühlt sich so interessant an, einfach die Einheiten in Brooder zu micron. Die reagieren ganz, ganz anders einfach, als ich das gewohnt bin. Ja, mal kurz einen Treffer kassiert. Das könnte gut werden. Und das ist immer der Punkt, die Einheit muss sich hier, zumindest der Adler muss sich ein bisschen drehen, bevor er vernünftig schießen kann. Ich kann nicht aus jedem Winkel schießen. Das sind einfach gerade ein paar Mikrospiechen. Man sieht, die Linge sind nicht so intelligent. Ich kann sie relativ einfach zu Tode jagen. Ich habe genügend Supply, um das Ziel zu schaffen. Rayner wird das auch ziemlich sicher überleben. Wir bringen halt einfach die Zeit ein bisschen damit, um Linge herumzufahren. Nicht zur Strafe, nur zur Übung, denn später werde ich definitiv noch ein bisschen mehr Micro brauchen. Man sieht, die haben hier auch eine gewisse Aggro-Range, die Einheiten. Ja, und damit haben wir unsere 10 Space Marines. Easy going, erste Mission, überhaupt kein Stress, in 4 Minuten erledigt. Damit haben wir unseren ersten Sieg eingefahren, von vielen, die hoffentlich noch kommen werden. Gibt's noch
den Endbildschirm, wo man sieht, was ich so alles getrieben habe. Neu ist hier der APM-Bildschirm, wo man sieht, wie viel APM ich hatte. 122 ist auch nur, weil ich gespammt habe ein bisschen. Bin jetzt kein Überpro. Ich schaffe keine 300 Brutal APM. Dafür muss man das ein paar Jahre lang spielen und zwar auf wirklich anstrengendem Niveau. Ja, die kleine Übersicht. Wir hatten die Garmbrut gegen uns. Noch. Wir kennen die Zerg noch nicht offiziell in diesem Zeitpunkt der Geschichte. Das kommt erst hinterher. Lustigerweise, die Einheiten selber sind schon als Zerglinge betitelt, aber ja, man muss bedenken, StarCraft ist von 1998. Wir sind 1996 ist das Originale? Brood Wars dann 1998? Auf jeden Fall, es ist gute 20 Jahre her. Und damals war Blizzard unter guten Erfolgs- und Zeitdruck, um dieses Spiel fertig zu kriegen. Und da muss man halt ein paar Sachen, sind halt übersehen worden. Ansonsten ist es ein echt gutes Spiel. Ja, und das ist der Auftakt für die Kampagne StarCraft Remastered. Im nächsten Teil geht es mit der nächsten Mission weiter. Mal sehen, wie lang das wird und was da für Cutscenes kommen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet in jeder Episode ein. Es werden, denke ich, sehr viele Videos werden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.